Das Besondere ist, dass solche Serien wie Wayward Pines zum Beispiel jetzt, das ist ja schon Kinoformat, was die da machen. Das ist einfach hochwertig, tolle Schauspieler. In dem Werk, glaube ich, spielen 6 Oscar-nominierte Schauspieler mit. Ja? Ich meine, das ist schon mal das Who is Who in diesem Film, in dieser Serie, in dieser Miniserie. 11 Teile sind es. Ja, das ist einfach schon mal was Außergewöhnliches. Einfach die Klasse, mit der es wirklich produziert wurde auch. Also es ist einfach eine sehr, sehr gut gemachte Serie und es ist sehr spannend. Es ist recht undurchschaubar, dass man am Anfang noch nicht weiß, wo es hinläuft, dass man überhaupt nicht weiß, was passiert in Wirklichkeit. Das ist, glaube ich, eigentlich so das Hauptaugenmerk. Einmal Eva Green, dann Bridget Moynihan, Charlize Theron habe ich am Anfang synchronisiert. Manche teilt man sich mittlerweile auch mit anderen Kolleginnen. Und Elizabeth Reaser, Kelly Reilly, Sarah Shahi, die ich sehr, sehr schätze. Die ist jetzt noch nicht so riesig bekannt, aber ich glaube, sie hat das Zeug dazu. Tja, zum Beispiel Jean-Claude Van Damme, fange ich mal mit dem an, das ist ja mein erster gewesen. Und der begleitet mich seit fast 25 Jahren. Und dann habe ich danach Robert Downey Jr. noch bekommen. Und als letztes großes Geschenk, also jetzt von den dreien, die ich immer kontinuierlich spreche, Jamie Foxx. Ich spreche so ein paar Leute häufiger, die jetzt auch ein bisschen mehr Karriere machen. Wie Dean Norris, Eddie Marson, ein englischer Schauspieler, ein ganz hervorragender Schauspieler. Nathan Lane, gut, der ist schon etwas bekannter. So solche Leute. Nein, ich musste nicht zum Casting. Ich wurde gleich angefragt, von 3 Firmen sogar, weil das Ding war da sozusagen im Wettbewerb, die Serie. Und es war klar, dass ich ihn sprechen darf. Also von der redaktionellen Seite, ja. Ich habe mich natürlich darüber auch gefreut, dass ich nicht zum Probe sprechen muss. Also ich bin ganz normal zum Casting gegangen und hatte sie ja auch vorher zum Beispiel nicht gesprochen. Also auch sie ist eine Kollegin, die von mehreren deutschen Synchronschauspielerinnen synchronisiert wird. Und dann habe ich das Casting gewonnen. Nein, bei dieser Serie gab es kein Casting auf Toby Jones. Da stand das von vornherein fest. Da ich ihn in anderen Filmen ja nun auch schon häufiger gesprochen hatte, war da offensichtlich gar kein Diskussionsbedarf. Ich bin jemand, der voll reingeht in die Situation. Wie gesagt, also für mich ist es wirklich Spielen, auch, also zu 100%. Ich sehe die emotionale Situation, ich sehe den Ablauf oder die Entwicklung, die die Figur bis zu dem Moment gemacht hat. Ich lebe das wirklich mit. Ich weiß, andere machen es anders, aber ich zitiere jetzt nochmal Herr der Ringe, wenn da ein Schwert geschwungen werden musste, dann muss man das möglichst lautlos machen, aber ich mache das alles mit. Ich meine, Matt Dillon ist auch, finde ich, ein großartiger Schauspieler. Ich habe ja ihn schon sehr oft synchronisieren dürfen. Wenn das Szenen sind, wo er wirklich, sage ich, am Ende ist, weil sein Sohn fast da die Klippen runterfällt oder was auch immer passiert, emotional ist, das nimmt dich schon mit. Oder auch wenn du Szenen hast, wo solche Schauspieler dann auch eben weinen, die das dann auch wirklich so glaubhaft rüberbringen, das berührt einen total. Und man geht da auch wirklich dann rein. Und mir laufen dann auch die Tränen runter, weil ich natürlich versuche, das so wiederzugeben, wie es sein sollte oder wie es sein muss. Nee, das ist nicht einfach so, jetzt gehe ich mal hin und mache bla bla bla. Da geht man schon mit, ja. Also es gab eine kurze Passage, wo sie ein paar Takes hatte, wo sie einfach kurze Haare hat und wesentlich jünger aussah und gespielt hat. Das habe ich natürlich auch versucht, mit in die Stimme reinzunehmen. Das heißt einfach, dass die Stimme dann einen anderen Sitz hat, eventuell ein bisschen höher ist, ein bisschen eine andere Geschmeidigkeit hat. Je älter man wird, umso mehr kommt ja vielleicht auch ein bisschen ein Bruch in die Stimme hinein. Und ansonsten, ja, die falschen Töne, die sind ja in so einer Doppelsituation. Das heißt, also da läuft einmal die Kamera mit, für die sie sozusagen das Leben Wayward Pines spielen müssen. Und da immer freundlich und immer irgendwie so. Aber es ist eben nicht wirklich echt, nicht ehrlich, nicht wirklich gefühlt. Und dann hat sie ja auch diesen Moment, wo sie ganz ehrlich zu ihm sagt, du, wenn du jetzt nicht sofort gehst, bedrohst du mein Leben und du bedrohst das Leben von Harold. Also bitte geh jetzt. Und da die Balance zu halten, dass eben da das eine wirklich das Ehrliche ist und dann diese falschen Töne aber auch nicht zu falsch klingen, sondern es muss ja auch immer noch eine Natürlichkeit
und eine Authentizität bewahren. Also, wenn es so Filme auch sind wie Django als Beispiel, Tarantinos Film, den habe ich gesehen komplett vorher, um zu wissen, in welche Richtung das geht, was der da macht. Und weil es ja schon speziell auch in dem Film war, die Entwicklung seiner Rolle, Djangos Rolle. Aber natürlich muss ich unterschreiben, dass ich darüber nicht reden darf, was ich da gesehen habe. Und nach Hause ist gar nicht, das ist vorbei, das war mal. Ich muss da hin und mir das da anschauen, dann in irgendeinem Raum. Und da kommt Akt für Akt rein und geht wieder raus. Weil die haben natürlich Angst, dass das irgendwie im Netz erscheint. Das ist Routine. Ich mache das jetzt seit 45 Jahren. Das ist einfach, da bin ich dran gewöhnt. Wir gucken unter Umständen dann mal die ganze Szene im Vorwege, einmal im Atelier durch und fangen dann einfach, damit man weiß, wo es hingeht am Schluss. Und dann fangen wir einfach an. Wir kommen ins Studio und synchronisieren chronologisch, Gott sei Dank. Also wenn ich wirklich die absolute Hauptrolle spreche, dann bestehe ich eigentlich auch darauf, dass ich die Serie mir vorher ansehen kann, weil das einfach wirklich wichtig ist, also für mich. Zusammengerechnet 5 Tage. 5 Tage war ich da. Mal 2 Tage, 2 Tage und nochmal 1 Tag. Genau, 5 Tage war ich da. Ich glaube, wir haben insgesamt 6 Wochen gehabt. Und da bin ich immer mal wieder angerufen worden und da mal einen halben Tag, da mal einen ganzen. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie lange ich da im Studio stand. Nein, das ist Routine. Lampenfieber hätte ich, wenn ich die Rolle selbst gespielt hätte. Dann wäre ich vielleicht etwas nervös, aber beim Synchron nicht. Entspannt und konzentriert gehe ich da natürlich entspannt, weil ich sage, hey, ich freue mich auf das Projekt und ich mache das jetzt lange genug, dass ich nicht mehr aufgeregt bin, sage ich mal. Es gibt immer natürlich, wenn du einen Regisseur nicht kennst in einer anderen Stadt und so und weißt nicht, wie der ist, dann hast du schon auch manchmal, ist nicht, dass ich jetzt völlig abgefuckt bin und sage, ey, komm, ich kann das ja nicht, ich komm mal rein. Und es ist einfach, wenn du dann so eine Serie hast, das ist ein Geschenk, ja, weil die Rolle war auch echt klasse und dass jetzt in 125 Ländern das startet. Ich habe eigentlich nur was mit Deutschland, Österreich und der Schweiz und Luxemburg zu tun. Deswegen ist es ja nicht so schlimm für mich. Und nee, das verändert nichts.